Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen, zu einem neuen Infovideo tatsächlich wieder. Ja, heute kommt im Prinzip nochmal ein Infovideo, aber ja, zugleich ist es nämlich auch eine Vorstellung zu einer neuen Plattform, das Jahr 2021 gerne Videos machen würde, oder beziehungsweise Videos machen werde, nicht nur gerne. Und zwar ist das die Plattform, wie ihr seht, Vidly. Ja, ihr seht schon den Titel, genau wie YouTube, nur halt in alt. Und ja, die Plattform heißt, ich bin auch extra genau deswegen im Internet Explorer gegangen. So, Vidly, habe ich ja schon mal gesucht. Einfach, um euch die Plattform ein bisschen näher zu bringen. Ja, weil der ja letztendlich gesehen genau wie der, genau wie die Seite halt in alt ist. Und ja, das hier ist Vidly. Ja, für die Leute, die nicht Vidly wissen, was das ist. Das ist eine Videoplattform. Also, steht ja schon im Titel. Aber warum finde ich die so geil? Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar machen wir jetzt mal YouTube 2009 beispielsweise. Und dann gehen wir mal auf Bilder. Und dann zeige ich euch mal die Startseite hier. Guckt euch die Startseite an. Und guckt euch Vidly an. Oder gucken wir uns YouTube 2006 mal an. Das trifft es, glaube ich, noch eher. Was ich meine. Ja. Ich glaube, hier könnt ihr ganz gut erkennen, was ich meine. Und zwar ist es YouTube nur in alt. Also wie es da quasi damals war. Man kann hier auch ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel gibt es Tesli. Hello everyone, how is it going? This is... Das wollen wir jetzt nicht. Da kann man zum Beispiel hier diese Suchleiste von YouTube 2010 und 2011 aktivieren. Beziehungsweise dieses Header. Und dann haben wir schon wieder ein anderes Startmenü, was wieder ein bisschen anders aussieht. Da können wir auch wieder stoppen. Unter anderem können wir zum Beispiel auch, wenn wir YouTube wollen, das ist wirklich wie YouTube damals aussah, können wir zum Beispiel runtergehen und können, ich glaube auf der Seite 4 war das, YouTube Logo installieren. Okay, das scheint hier gerade im Internet Explorer nicht zu funktionieren. Normalerweise klappt das. In anderen moderneren Browsern klappt das. Okay, hier scheint es wohl jetzt gerade nicht zu funktionieren. Ja, und das hier ist eine Videoplattform, die quasi wie YouTube von damals funktioniert hat. Ja. Hier kann man dann auch von HD auf Nicht-HD wechseln und so. Ja, und das ist eine Plattform, ja, die ziemlich unbekannt ist. Man sieht hier, wenn wir uns jetzt mal die Videos angucken und Most Viewed, dann sehen wir hier sowas wie 172, 129 und sowas. Also wir sehen hier wirklich, die Videos sind nicht gut geschaut. Die haben wenig Aufrufe. Das ist eine ganz kleine, coole Videoplattform. Ihr könnt hier genau wie bei YouTube Videos hochladen. Es ist halt nur wie YouTube von ganz früher gewesen, wo YouTube quasi, ja. Ja, da ging es noch nicht früher so um das Geld, Monetarisierung, da war YouTube noch nicht so ein Business. Ja, ungefähr zu der Zeit basiert die Plattform, wird auch immer wieder weiterentwickelt. Ich habe hier auch schon einen Account und da wird, wie gesagt, ab nächstes Jahr Content kommen. Das ist mein Kanal, der hat aktuell schon 3 Aufrufe. Ja, da könnt ihr, wie gesagt, mal dran drauf vorbeischauen. Ich werde es noch ein bisschen ausbauen. 2021 werde ich hier dann aktiv Content produzieren und... Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich habe euch jetzt die Plattform vorgestellt. Also Anmeldevorgang ganz normal wie bei jeder anderen Webseite. Meldet ihr euch an und dann könnt ihr die Plattform ganz normal nutzen. Und ja, das Ganze war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich wollte euch nur über meine neue Plattform informieren und auch generell diese Plattform zeigen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.